Dann wollen wir mal. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Du liebst es, wenn ich das mache. Ja, voll. So, ihr liebt es, wenn ich so euphorisch bin. Oder wie der ein oder andere sagen würde, peinlich. Wenn ich peinlich bin. Ich merke wirklich, dass ich alt werde. Weißt du, wo dran? Ich merke, mein Gesicht schwillt an. Hey, was labert du, ey? Wir haben uns überlegt, weil der letzte Girls Talk so gut ankommt, können wir jetzt nicht immer nur einen Girls Talk machen. Leute, natürlich kommt noch ein weiterer, aber jetzt würden wir mit euch eine Runde... Nee, gar nicht. Stopp. Cut. Wir haben euch bei Insta nämlich gefragt, hier, Insta, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Auf jeden Fall haben wir eine Fragerunde gestartet mit Fragen, wer würde eher? Ja. Ich sage euch schon, es wird so kommen, ich würde eher alles machen als sie. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir starten. So, sieht man meinen Fuß eigentlich? Nee, das ist die Decke. Okay, das ist gut. Wir starten direkt. Übrigens, so geht's zum Tanzen. Oh. Wollte ich noch sagen, heute war Hip-Hop, aber ein anderes Hip-Hop als sonst. Amerikanisches Hip-Hop. Zoe. Sah cool aus, aber was? Mach mal kurz. Was? Ah, oh, was ist ein Tanz? Wenn ihr Hobbys habt, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare. Okay, ihr habt auf jeden Fall bei Insta Fragen gestellt, aber ich gucke auch mal hier so auf so einer Seite. Okay. So. Wer würde eher zweimal dieselbe Unterhose tragen? Ich. Safe, Zoe. Ich safe. Ich sag immer wirklich, und wenn eure Eltern... Nein, das sagst du jetzt nicht. Nein. Mit dem Krankenwagen? Nein. Hä, mit dem Krankenwagen? Okay. Ja, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, weiß ich nicht. Ja, was soll ich denn sagen, dass du deine Unterhose 5-mal trägst? Nein. Ich sag immer, das Wichtigste ist, jedes Mal eine frische Unterhose zu tragen, weil wenn man einen Unfall hat und ins Krankenhaus muss und die sieht einfach eine dreckige Unterhose an. Das hat meine Mutter mir schon immer gesagt. Ja, aber bei mir ist es ja nicht der Fall. Bei mir ist es nicht der Fall. Mama. Nein. Wer würde eher allein ins Kino gehen? Ja. Ich. Aber ich würde es nicht machen, aber wenn ich. Ich, boah, ich find's so, mag das gar nicht, alleine Sachen zu machen. Hört sich richtig kacke an. Also ich muss sagen, so fällt mir auch schon schwer, so allein in so einem Kino. Ja. Voll unangenehm. Ja, das Schlimme ist ja auch noch, wenn du dich in so eine Reihe einbuchst, wo schon so 4, 5 Leute sitzen, so eine Familie, und du kommst da so allein. Manche können das gut. Wer würde sich eher einen Fake-Account machen? Ich. Zu 100%. Ich muss immer wissen, was abgeht. Auch die Leute, die mich blockiert haben. Aber wir haben keinen einzigen. Nee. Erstmal ein High Five. Weil wir sind real. Wir haben keinen einzigen Fake-Account, Leute. Mhm. Und warum? Brauchen wir nicht. Unsere Freunde gucken trotzdem, was bei euch abgeht. Ich weiß immer, auch die Leute, die mich blockiert haben, ich weiß immer, was bei euch abgeht. Immer. Wer würde eher in einer Reality-Show teilnehmen? Ich. Ich, safe. Ich. Ich würde es sofort machen. Du bist einfach zu jung. Ja, ich bin zu jung, aber ich würde es machen. Boah, ich auch. Wo würdest du denn so mitmachen wollen? Wenn ich Single wäre? Ja, generell. Also, wenn ich Single wäre, würde ich schon so bei iTo mitmachen oder so. Oder halt, würdest was ich unbedingt mit Mama machen will, ist, wie heißt das? Forsthaus Ramsau. Ja, das will ich unbedingt mit Mama machen. Das ist so cool mit Mama. Also was gibt's denn noch so? Aber wenn du bei Altru bist, würdest du ja so, auch so in dem Boom-Boom-Raum? Nee, ich würde... Das war schon gezögert! Nein, ich würde nicht im Fernsehen Chakalaka haben, weil ich nicht will, dass das meine Kinder sehen. Nee. Ja, ich will das auch nicht sehen. Ja, ist voll peinlich. Würde ich dich im Fernsehen Chakalaka sehen? Nee. Nee. Auf gar keinen Fall. Nee. Also ich würde also, damit machen, aber... Aber nur für ein Perfect Match. Ja. Und für ein paar Klicks. Ja, und fürs Geld. Aber, Nein, das ist bestimmt cool, so eine Erfahrung zu machen. Voll, voll, voll. Was gibt's denn noch so? Also Big Brother, Leute. Sommerhaus der Stars finde ich auch cool. Ja, Sommerhaus der Stars. Big Brother, meine Bewerbung ist raus, aber ich glaube, ich habe keine Chance. Schade. Das würde ich machen. Ich würde 100 Tage Big Brother ausgehen. Na, 100 Tage muss man erstmal schaffen. Würdest du in den Dschungel gehen? Nein. Boah, ich so safe. Ich bin, nee, was Essen betrifft, bin ich so empfindlich. Das wird ein sehr ekliges Video, tut mir leid. Wer würde eher auf einer Schlagerparty richtig abgehen? Du. 100%. Einen Stern,
der deinen Namen trägt. Mit Oma zusammen, 100%. Atemlos durch die Nacht. Die alle kennen, ne? Was kenn ich denn noch? Ich bau dir ein Schloss, das in den Wolken liegt. Okay. Du denkst wirklich, du kannst singen, oder? Hä, hörst du das nicht? 99 Luftballons. Das ist kein Schlager. Was ist das denn? Ja, Hip-Hop oder so. Pop? Ist das Pop? Pop. Ich muss mal kurz nach dem Schlagerlied gucken. Schlagerparty-Mix. Scheiß auf Schickimicki, ich will noch ein Bier. Weiß wieder keiner, Leute. Ich finde so Schlagerlieder voll witzig. Weil immer, wenn ich bei meiner Oma bin, die hört immer Schlager im Radio. Oh, das kennen wir noch. Mach den Hub, Hub, Hub. Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Mach den Helikopter 117. Ist das Schlager? Ja, Karneval-Party-Musik. Keine Ahnung, was Schlager ist. Oh. Der Bass muss... Knallen. Lotusblume hab ich dich genannt. Ja. Okay. Wer würde eher eine Nacht mit Justin Bieber verbringen? Ich. Nein. Ich will mit dem singen. Ja, dann sing mal. Was ist denn dein Lieblingslied von Justin Bieber? Lieblingslied? Dir fällt jetzt kein einziges ein, obwohl du mal der größte Fan warst. Leute, ich war so ein riesengroßer Justin Bieber-Fan. Also heutzutage sieht er ein bisschen kacke aus, aber früher... Ja, komm, sag mal einen Song. Oder wäre ich nach Amerika geflogen? Sag mal ein Lied. Baby. Das kennen alle. Das ist das erste Lied, wenn du hörst, Justin Bieber, Baby. Baby, 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 oh. Ja, das war es schon. Andere Lieder kenne ich nicht. Nein, warte mal. Oh Leute, das wird so ein... Mistletoe, das ist mein Lieblingsweihnachtslied. Ja, okay, das kennt man. Oh Leute, das Video wird richtig eklig, ich weiß das schon. Wer würde eher das Ohr von dem anderen lecken? Nee, ich nicht. Ich vermach mal. Nein, war genau mein Ziel, ja. Bah. Das finde ich richtig eklig. Nase lecken oder Ohr lecken. Bah. Aber hör mal nur, wenn ich schmerze. Nee, das geht auch schon nicht. Bah, hör mal auf. Wer würde es von uns jetzt eher schaffen, Oma zu verarschen? Ich. Soll ich dir mal sagen, dass ich schwanger bin? Ne, das wird die nie im Leben glauben. Oh doch. Ich habe geklaut. Weiß ich auch, würdest du nie machen. Warum? Falsche Freunde? Dann sagst du, du würdest nicht sagen, Oma, ich habe geklaut. Nein, ich würde sagen, Oma, das fällt mir jetzt echt schwer zu sagen, aber ich würde mit Mama überhaupt nicht drüber reden. Ich habe halt geklaut. Ja, warum sagst du denn das denn? Ja, weil ich jetzt zu sehr Schuldgefühle habe und einfach Angst habe, dass das rauskommt und so. Meinst du, wird das glauben? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die glaubt das nicht. Aber ich muss ja auf meinem Handy anrufen. Ja, ja. Soll ich machen? Warum meinst du die? Ich habe Angst, nachher hat sie so frei mitleid. Ich hoffe das. Aber du musst richtig ernst bleiben. Ja, ich muss aber lachen. Ja, weiß ich, dass du lachen musst. Okay. Ich mache einfach stumm, wenn ich lachen muss. Das checkt ja, nicht. Doch, die rafft das. Nein, die rafft das nicht. Okay, versuch dein Glück. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr denkt, dass meine Mutter das glaubt oder nicht. Ja. Kann ich mal kurz mit dir reden? Ja, klar. Also ich wollte das eben nicht sagen, weil Mama war ja da. Ja. Das wird nicht. Hallo. War das klar? Ja, natürlich ruf ich zurück. Du musst dich richtig sammeln. Denk an was ganz Schlimmes. Okay. Du musst an was ganz Schlimmes denken. Ja, sorry, das Internet war weg. Ich hab dich nicht mehr gehört. Ja, war einfach weg. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also das fällt mir irgendwie voll schwer. Also, keine Ahnung. Ich war mit Freunden draußen letztens und da waren halt auch Leute bei, wo Mama eigentlich gesagt hat, die dürfen nicht mit raus, weil die dafür bekannt sind, dass die ein bisschen... nicht kriminell sind, aber halt, ne? Mhm. Weißt du? Und dann wollten die halt, bitte sei nicht sauer auf mich, Oma, okay? Ich will da mit denen in Ruhe drüber reden, damit wir da über Mama reden, mit Mama drüber reden können, weil ich habe halt Angst, dass jetzt rauskommt, deswegen muss ich da mit jemandem drüber reden. Ja. Und die wollten, halt was klauen. Ja. Aus, Rossmann. Das waren auch so richtig unnötige Sachen. Das waren Armbänder, glaube ich. Ja, das waren so Armbänder halt. Ja. Und die wollten sich halt die einfach so klauen, weil die dachten, die sind cool oder so.
Und dann habe ich mich halt so gefühlt, so auf Motto, ich muss dazugehören. Mhm. Weißt du? Und dann habe ich halt mitgeklaut. So. Und jetzt habe ich aber Angst, dass es rauskommt. Aber wenn ich Mama das erzähle, die tötet mich. Mhm. Aber ist ja das, was ich dir damals gesagt habe, Zoe. Ne? Um dann mithalten, sowas muss man nicht. Du bist cooler, indem du dich da entgegenstellst. Bist du cooler. Ja, ich weiß, aber in dem Moment habe ich mich einfach so gedrängt gefühlt, weil die halt dann auch gesagt haben, ja, wenn du jetzt nicht mitmachst, geh nach Hause und so. Haben die gesagt, oder was? Ja, das haben die gesagt. Ja, dann hättest du sagen müssen, ja, dann gehe ich jetzt nach Hause. Da weiß ich ja, was ich von euch zu halten habe. Ne? Irgendwann, weil sowas geht immer weiter und weiter, weißt du? Du bist ja deine Mitläufer, ne? Und das wird sich dann immer steigern. Also ich kann ja, ich meine, ich habe einen großen Mund. Weiß sie ja, ne? Und ich lasse mir auch nichts gefallen, ne? Aber eins kann ich dir, das ist die reine Wahrheit. Ich habe sowas zu niemandem überreden können. Hätte niemals, ne, aber damals auch bei uns, hörst du noch? Ja, ich hätte noch zu. Ne? Also man, mit mir hätte man alles machen können. Nur halt, was Klauen angeht oder mit... Ja, Oma, soll ich dir mal was sagen? Hm. Ja, das war nur ein Scherz. Mama sitzt neben mir. Wir wollten nur mal, ich habe nicht geglaubt, dass die Zoe es schafft, so ernst dir was zu erzählen, ne? Ja. Nee, wollten wir nur mal. Das ist doof. Das ist erwartet von mir. Ich sag, hast du gut gemacht. Nee, ich habe einfach nur gedacht, dass du direkt sagst, also ah, erzähl keine Scheiße. Ja, gut. Ciao, Zoe. Jo, ciao. Tschö. Guck, ich bin gut. Ey, du warst richtig gut. Das macht mir Angst. Scheiße. Boah, dieses Talent hast du, glaube ich, von mir. Scheiße. Scheiße. Ich finde das jetzt wirklich scheiße. Ja, das meinte ich gerade 100% ernst. Soll ich euch mal was sagen? Ich habe meiner besten Freundin mal, also Christine, die ihr alle kennt, ich habe der wirklich mal geschafft zu erzählen, dass ich mal ein Junge war. Weil meine Oma hat Mama früher kurze Haare geschnitten. Also Mama sah wirklich früher aus wie ein Typ, ja. Weil Oma immer Angst hatte, dass Mama entführt wird. Und dann sah die aus wie ein Kerl. Und ich sah original wirklich aus wie ein Junge, bis zu locker meinem 7., 8. Die hat dann auch immer nur mit Jungs gechillt. Man ja, hätte aber das war einfach bei Jungs. Aber ich muss die sagen, hat mit Jungs gechillt, hat mit dem Fußball gespielt und so. Ja, ich habe immer Fußball gespielt, aber auch einfach, weil ich Jungs viel. Ich finde Jungs viel, viel angenehmer als Mädels. Mädels sind so zickig. Also ich bin auch zickig, ja. Deswegen finde ich mich selber anstrengend. Ja, aber auf jeden Fall habe ich es wirklich geschafft, meiner besten Freundin das zu erzählen. Und habe richtig so, meinte, es ist überhaupt nicht schlimm, ich liebe dich doch trotzdem. Die hat nicht einmal gefragt, wie kann es sein, dass ich Kinder habe. Hat die sich nicht einmal gefragt. Adoption dachte die sich wahrscheinlich oder so. Nee, dafür, du siehst so aus wie mein Gesicht, ey. Oder falsche Fruchtdings. Ja. Fruchthöhle, ne? Ja, alles klar. Sorry. Wer würde eher sein Handy an Freunde abgeben? Ich. Ja. Weil ich keinen Stress mit würde. Ich nicht. Mein Handy ist für jeden zugänglich, Leute, außer für euch. Wer würde eher ohne den Partner feiern gehen? Ich. Ja. Weil das oder mir ist das einfach nicht. Wir gehen, also generell, also ich hätte kein Problem damit. Das sind auch nicht, früher ja. Also ich auch, ja. Aber irgendwie ergibt sich das auch nicht. Ich weiß nicht, also was also ich bin ja jetzt auch noch jung und so, ich gehe ja auch noch nicht feiern und so. Aber meinst du, wenn ich später einen Freund habe, sollte ich trotzdem alleine feiern gehen dürfen? Ja. Also dass ihr mir das nicht verbietet? Ja. Weil ich sag dir ganz ehrlich, schwieriges Thema voll bei den Jungs, ne? Ja, nicht nur bei den Jungs, auch bei den Mädels. Ja. Frag dich einfach mal, wie würdest du dir damit gehen, wenn dein Freund feiern geht? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Alter, wirklich im Alter, jetzt stellt ihr euch vor, ihr seid mit der Person vielleicht ein Leben lang zusammen. Wollt ihr dann immer sagen, ihr darf nicht alleine feiern gehen? Also man wird ja auch älter. Ja. Dann mit 30 sagst du, man muss sich halt einfach eine Beziehung suchen, wo man gegenseitig vertraut. Wer würde eher ein Kind schubsen? Ich. Ja, safe. Ich kann das doch gar nicht, Leute. Ich bin Erzieherin. Ich schubse nur meine eigenen. Zoe. Was? Du würdest eher ein Kind schubsen? Ja. Aber ich hoffe auch, dass Zoe niemals mit Kindern arbeitet. Nee, nicht. Wer würde eher die eigenen Eltern schlagen? Ich würde dich niemals schlagen. Ich würde so ein Schuldgefühl haben. Auch wenn du mir das manchmal nicht ansiehst, aber manchmal habe ich wirklich Schuldgefühle, ne?
Weil du so gemein zu mir bist? Ja. Ja. Manchmal muss ich wirklich sagen, übertreibe schon ein bisschen. Ja. Aber ich hab, also ich zeig das da nicht so, weil ich bin dann eine sture Person, ne? Und sag dann so, ja, nee, ne? Aber eigentlich habe ich da schon Schuldgefühle. Ja. Also ich muss sagen, es gab mal eine Situation in meinem Jugendalter mit meiner Mama und mir. Das war richtig schlimm. Deswegen würde ich sagen, halt eher ich. Ich sag dir auch, willst du mich schlagen? Ich würde dich so umnieten. Das kannst du nicht. Ich wollte, du würdest mich schlagen. Ich würde dich einfach auf den Küchentisch schmeißen. Okay. Also erst muss ich halt mal kurz drüber nachdenken, was ich machen würde, wenn du mich schlagen würdest. Boah, ich würde so meine Judo-Rolle auspacken. Das wird niemals dazu kommen, aber nee. Alles gut. Das hoffe ich. Aber es gab mal eine Situation, die ist gar nicht so lustig. Also jetzt nach den Jahren kann ich das so ein bisschen belächeln, aber... Ganz früher hatte ich mal eine Jugendbeziehung, Leute. Jugendbeziehung. War früher auf jeden Fall erst einmal so richtig, richtig dolle verliebt, aber auch blind vor Liebe. Und wir haben uns gegenseitig, also damals mein Freund und ich, wir haben uns überhaupt nicht gut getan. Wir hatten eine richtig, früher hat man das Wort toxisch einfach nur noch nicht benutzt irgendwie. Wir waren einfach gestört. Wir hatten auf jeden Fall eine richtig toxische Beziehung, richtig dolle. Und mit uns wollte auch schon keiner mehr was zu tun haben, weil unser Streit immer derart eskaliert ist. So dass meine Mutter natürlich diesen Kontakt nachher nicht mehr wollte und ich diese Person aber so sehr geliebt habe. Also es ging wirklich auch ins Körperliche, so dass man wirklich sich so gestritten hat. Und dann, ich habe gecheckt, was Mama meint. Ja, genau. Und dann... hatten wir Karneval und meine Mutter wollte mich von der Person wegholen. Und dann bin ich einfach auf meine Mutter losgerannt und hab die so weggeschubst und bin mit der Person so, nein, du kriegst mich von der Person nicht los. Und dann habe ich Oma so, also jetzt denke ich mir so, also... Das würde ich für niemanden machen, hier, meine Mutter auf die Eins. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war so eine... intensive und schlimme Zeit, wie blind man vor Liebe sein kann. Warum guckst du mich an? Weil gerade Mütter wissen ganz genau, wer tut einem gut und wer nicht. Und Mütter, Väter oder generell Leute, die euch nahestehen und es wirklich ernst mit euch meinen, wollen immer das Beste für euch. Und in dem Falle bin ich wirklich meiner Mutter einmal so angegangen. Aber manchmal denken wir, dass Eltern sich täuschen. Nee, aber ich sag dir ehrlich, Oma hatte immer recht mit allem, was sie gesagt hat. Vor allem, was irgendwelche Kerle angeht. Die wusste immer gut und nicht gut. Die Guten fand ich immer scheiße. Außer jetzt Papa. Also, das sind Papa, ne? Aber Oma hatte immer recht. Wer würde von uns eher aufs Duschen verzichten? Du. Ja, weil ich mal mich Sleep zöpfe und so. Ich kann das gut zögern eigentlich. Aber stinkt halt. Ja. Also stinken mag ich auch gar nicht. Mir ist gut riechen richtig wichtig. Wirklich, Mama. Weißt du, wie viel ich... Ja, wie viel Parfüm und Deo du drauf machst. Ja, aber nee, gut riechen ist mir wirklich wichtig, weil das ist immer voll peinlich, wenn mich da Leute riechen und man merkt so, wie die so riechen und dann ist am Stinken. Ich schwöre, in deinem Alter hatte ich immer... Ich habe wirklich in meiner Pubertät so gestunken. Ja? Ich hatte so Schweißprobleme. Ich habe dann so einen Tick entwickelt mit meinem Deo, dass ich gefühlt immer so... Tsch, tsch. Weil ich immer das Gefühl habe, und kennt ihr das, Leute sagen so, boah, hier riecht's irgendwie komisch und du denkst direkt, scheiße, das bin ich. Ja. Man denkt immer direkt, das bin ich. Ja, aber nee, so krass habe ich das nicht, weil Lafa sagt mir jeden Tag, wie gut ich rieche. Ja. Ich habe immer so ein gutes Gefühl. Also ich muss sagen, ich hatte immer Probleme mit Schweißgeruch in meiner Jugend und fettige Haare. Ganz extrem. Ich musste jeden Tag... fettige Haare habe ich jetzt nicht, aber Schweißprobleme habe ich auch schon, ja. Es gibt einfach Menschen, die können nicht schwitzen, das ist voll geil. Aber es gibt einfach Menschen, die stinken so extrem. Okay, ihr Lieben, das war's jetzt erstmal mit Wer würde eher? Unser Akku ist nämlich jetzt gleich von der Kamera leer. Aber nächste Woche Mittwoch kommt wieder ein neues YouTube-Video von uns und Montag natürlich auch, ne? Übrigens, Montag, also wenn ihr das Video seht, ist Montag auch eins online gegangen, ein Shopping-Haul, deswegen, Shopping-Vlog, deswegen guckt euch den gerne mal an. Und wir starten bald wieder eine Fragerunde auf Insta, deswegen abonniert unsere Kanäle, wir nehmen euch auch immer bei TikTok mit, sind da auch regelmäßig live. Und würde uns freuen, wenn ihr jetzt ein kostenloses Abo da lasst, abonniert unseren Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Tschö, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal!